Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe für euch heute ein paar Tricks bzw. Shortcuts, mit denen ihr um einiges schneller und vor allen Dingen effizienter in Premiere arbeiten könnt. Viel Spaß! Ja, ihr kennt es vielleicht auch, ihr habt schon jede Menge Zeit damit verschwendet, um irgendwelche Funktionen in Premiere zu finden, um jetzt was zu schneiden, und ihr verschiebt Sequenzen und ihr, ja, verbringt einfach viel zu viel Zeit mit den Funktionen in Premiere, anstatt euch wirklich auf euren Film und ja, auf die Story oder das Projekt, was ihr gerade schneiden möchtet, konzentrieren zu können. Und ja, die Shortcuts, die ich euch heute vorstelle, die helfen euch dabei so ein bisschen, um schneller und, wie schon angesprochen, vor allen Dingen effizienter an eurem Projekt arbeiten zu können. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch mal zum ersten Shortcut. Und es geht hierbei darum, wenn ihr beispielsweise einen Clip schneiden möchtet, dann wird der ein oder andere jetzt das Rasierklingensymbol auswählen oder die Taste C drücken. Ein einfacher Tipp dabei ist zum Beispiel, den Marker an die Position zu setzen, an der ihr schneiden möchtet, und jetzt mit Steuerung K automatisch einen Schnitt zu machen. Das ist jetzt schon relativ einfach. Ihr könnt euch das allerdings noch ein bisschen leichter gestalten, wenn ihr in den Tastatureinstellungen für diese Funktion die Taste S wählt. Somit müsst ihr nicht noch extra die Steuerung-Taste und die K-Taste drücken, sondern einfach dort, wo sich euer Marker befindet, mit der Taste S einmal schnell einen Schnitt setzen. Zack. Ja, und warum jetzt die Taste S eigentlich? Und das hat damit zu tun, dass die Taste S nahe der Taste Q und W auf eurem Keyboard ist. Und die Taste Q und die Taste W, die benutzen wir für die sogenannte Ripple-Funktion. Denn mit dieser Ripple-Funktion könnt ihr alles innerhalb eines Clips schneiden, was sich vor dem Marker oder hinter dem Marker befindet. Das heißt, setzen wir den Marker jetzt hier an diese Position, wir drücken beispielsweise die Taste Q, dann schneidet Premiere uns alles ab, was sich vor dem Marker befindet. Drücken wir die Taste W, dann schneidet uns Premiere bis zum nächsten Clip alles ab, was sich hinter dem Marker befindet. Ja, und mit dieser Ripple-Funktion könnt ihr euch quasi das Schneiden sparen. Das heißt, ihr müsstet erst schneiden, den abgeschnittenen Clip rauslöschen und die restlichen Clips wieder beiziehen, dass ihr die Lücke schließt. Und eben durch dieses Ripple-Schneiden könnt ihr quasi einen Clip abschneiden und der Rest eurer Clips wird automatisch wieder angefügt. Ja, und angenommen, ihr habt jetzt irgendwie zu viel abgeschnitten, was würde man jetzt beispielsweise machen? Genau, man würde jetzt wiederum markieren und sich alles, was man markiert hat, ein bisschen nach rechts verschieben und den Clip anwählen und den wieder länger ziehen. Und das Ganze ist ziemlich umständlich. Und um euch das ein bisschen zu vereinfachen, könnt ihr einfach die Taste B drücken auf eurem Keyboard. Und wenn ihr dann mit dieser Funktion euren Clip anwählt, könnt ihr den dann länger ziehen und alle Clips, die sich hinten dran befinden, werden automatisch mit nach rechts verschoben, sodass ihr euch gar nicht erst eine Lücke bilden müsst und die Clips dann wieder anfügen müsst, was euch auch wiederum einiges an Zeit und Arbeit erspart. Ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, funktioniert diese Ripple-Funktion auf alle Spuren, die eben ausgewählt sind. Und beispielsweise ihr schneidet oder möchtet auf Musik schneiden, dann schneidet euch diese Ripple-Funktion natürlich auch unten die Musik mit ab, was ja eigentlich, wenn ihr auf Musik schneiden wollt, nicht der Fall sein sollte. Und um das eben zu verhindern, geht ihr eben auf die Audiospur und wählt hier einmal das Schloss an bzw. fixiert diese Audiospur, und dadurch ist diese nicht mehr von der Ripple-Funktion mit eingeschlossen. Ja, und somit könnt ihr dann einfach auf Musik schneiden, ohne dass der Track euch irgendwie da verschnitten wird. Ein anderes Beispiel ist, ihr habt jetzt irgendwo einen Clip zwischendrin, den ihr löschen wollt. Ja, was würde man jetzt machen? Anwählen, löschen, Rest wieder dran schieben. Nein, das geht auch einfacher, und zwar gibt es da die Funktion Ripple Delete. Und die habe ich mir auch in den Tastaturbefehlen auf die Taste E gesetzt. Und wenn ihr das dann anwendet oder beziehungsweise einen Clip habt, den ihr jetzt löschen wollt, dann wählt ihr diesen einmal aus und drückt die Taste E. Und Premiere löscht euch diesen Clip und schließt automatisch die Lücke, in dem dann wieder die restlichen Clips angefügt werden. Ja, und das Beispiel einmal andersrum ist, ihr wollt keinen Clip löschen, sondern einen Clip zwischendrin einfügen. Auch hier würde man vielleicht wiederum versuchen, alle Clips zu markieren, die zu verschieben, aber ihr könnt einfach auf eurem Keyboard die Taste A drücken, und wenn ihr jetzt hier einen bestimmten Clip, wo ihr diese Lücke bilden wollt, anklickt, dann verschiebt euch Premiere alle Clips ab diesem Clip nach rechts, und ihr könnt euch euren Clip einfügen
Und um diese Lücke wieder zu schließen, könnt ihr wiederum auch die Taste A drücken und die Clips dann wiederum verschieben, um eure Lücke zu schließen, ohne dass ihr mit der Maus händig irgendwie versuchen müsst, alle Clips anzuwählen. Ja, und das waren auch eigentlich schon die Shortcuts, die ich euch heute vorstellen wollte. Ich denke, wenn ihr da ein bisschen mit übt, könnt ihr in Premiere wirklich um einiges schneller arbeiten, anstatt dass ihr da wirklich mit der Maus alles markieren müsst, wie schon angesprochen. Das hat mich am Anfang auch um einiges Zeit gekostet und vor allen Dingen genervt, wenn ich dann mal irgendwo einen Audioclip oder einen Videoclip vergessen hatte, der dann nicht mit verschoben worden ist und am Ende hat irgendwie gar nichts mehr zusammengepasst. Von daher kann ich euch nur empfehlen, euch diese Shortcuts ein bisschen anzueignen. Und auf jeden Fall wäre ich damals froh gewesen, wenn ich sie schon gekannt hätte. Ja, wenn ihr eigene Tricks habt oder Shortcuts, die ihr gerne verwendet, schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare. Und überhaupt, wenn ihr Fragen zu diesem Tutorial habt, schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet, oder abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Macht's gut.